am Südring die Familienhelfer. Eine 15-jährige Schülerin ist während eines Referats urplötzlich aus der Klasse gestürmt und hat sich dann den Daumen in der Toilettentür gequetscht. Die Lehrerin rief sofort den Rettungsdienst und informierte die Mutter. Rike Steinbach ist ebenfalls vor Ort, denn sie hatte einen Termin mit der Rektorin wegen eines geplanten Selbstverteidigungskurses für Mädchen. Die Lehrerin ist von dem untypischen Verhalten ihrer Musterschülerin überrascht. Sie bittet die Familienhelferin, sich ein Bild von dem Teenager zu machen. Entschuldigung, ich bin die Mama. Hallo, Annika, mein Schatz, was ist dir denn passiert? Oh mein Gott. Ich weiß es selbst nicht genau. Kannst du mal aufhören zu lügen? Du hast es mit Absicht gemacht, du weißt es ganz genau. Hey, bist du dumm oder so? Warum sollte ich das selbst machen? Sag das Opfer aus der Klasse. Was ist denn passiert? Ich bin halt sozusagen gestolpert und dann ist die Tür halt da drauf geknallt. Schaffst du ein bisschen deine Hände locker? Lass mal, guck mal, du bist total angespannt, Annika. Mach mal locker, Schatz. Die Schülerin war komplett angespannt. Die Hand war rund gelegt, die Finger waren wie steif, der Arm zitterte. Auch auf Ansprache, sie möge es bitte locker lassen, ganz einfach, damit es besser untersucht werden kann. Keine Möglichkeit. Von der Lehrerin erfährt Rike Steinbach außerdem, dass sich das Mädchen in den letzten Wochen stark verändert hat. Die 15-Jährige zieht sich immer mehr zurück und beteiligt sich kaum noch am Unterricht. Die Sozialpädagogin will zunächst alleine mit der Mutter sprechen. Für sie steht im Raum, dass sich die Schülerin die Verletzung möglicherweise sogar absichtlich zugefügt hat. Die Frau Wolf hat mich informiert. Ja. Also da ist schon seit einiger Zeit, denke ich, gibt es so ein paar Probleme mit Annika, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie benimmt sich zu Hause im Moment auch ganz zurückgezogen. Ja. Ich komme nicht mehr an sie ran. Sie hat jeden Abend hat sie was anderes, dann tut der Nacken weh, dann hat sie Schulterschmerzen. Und ich habe auch das Gefühl, sie ist furchtbar angespannt. Ich hatte Frau Wolfe auch schon angerufen, um einen Termin zu bitten. Ja, ich hatte mir auch schon richtig Sorgen gemacht. Sie ist so eine gute Schülerin. Ja, wir sprachen ja schon miteinander, dass das auch so ein Leistungsabfall ist in der Schule. Also sie mündlich, sie zeigt überhaupt nicht mehr auf, sie zieht sich so richtig zurück. Die Sanitäter nehmen die Schülerin mit ins Krankenhaus, um ihre Hand dort röntgen zu lassen. Rike Steinbach hat inzwischen jedoch klar erkannt, dass die körperliche Verletzung nicht das größte Problem des Mädchens ist. Der plötzliche Leistungsabfall, die Verkrampfungen und der enorme Rückzug der 15-Jährigen sind Alarmsignale, die auf ein traumatisches Erlebnis hinweisen können. Ja, die wirkte auf mich richtig verspannt. Ja, das ist nicht Frau Wolf hat das auch gesagt. Ne? Ja. Ich habe mir da so ein paar Gedanken zugemacht, während ich da so Annika gesehen habe. Und ich glaube, ich habe da eine ganz gute Idee zu. Ich würde sie gerne anrufen. Ich habe ja mitbekommen, dass Annika sich den Finger offensichtlich eigenständig eingeklemmt hat. Von Unfall kann überhaupt keine Rede sein. Zumindest schien es so. Und dann ist für mich natürlich die Frage, warum macht die sowas? Für mich ganz klar ein Schrei nach, hilf mir, tut was. Die Realschülerin hat lediglich eine schmerzhafte Prellung davongetragen. Dennoch scheint irgendetwas ihr Leben fast unerträglich zu belasten. 4 Tage später hat die Familienhelferin die 15-Jährige mit ihrer Mutter zu einem Yoga-Raum bestellt. Rike Steinbach möchte der Schülerin dabei helfen, sich zu lockern. Zuerst körperlich, dann seelisch. Denn ohne professionelle Hilfe droht das Mädchen zu zerbrechen. Du sag mal, wie geht's eigentlich deinem Finger? Ich sehe das gerade, das ist noch verbunden. Ist nur ein bisschen geprellt, also. Okay, dann bist du fit. Ja. Hoffste. Es war mir ganz klar, dass Annika sich nicht öffnen würde in dem Umfeld Schule. Und darum habe ich sie hierher geholt, um ein paar Übungen zu machen und einfach frei zu sein und wirklich woanders mal frei atmen zu können. Fast jeder dritte Schüler in Deutschland zeigt Stresssymptome wie Schlaf- und Essstörungen oder starke Verspannungen. Mögliche Ursachen sind traumatische Erlebnisse, Mobbing, Versagensangst, Probleme mit Lehrern oder auch Ärger zu Hause. Rike Steinbach soll sich in diesem Fall schon bald eine schockierende Wahrheit offenbaren. Wir versuchen jetzt mal gemeinsam das Gesicht ganz doll anzuspannen. Ich kann das mal vormachen, damit du so weißt, was ich meine und sie auch wissen, was ich meine. Also mal so richtig alles anspannen im Gesicht, richtig doll verziehen. Super. Und dann wieder loslassen das Gesicht, ganz locker lassen, ganz normal. Wir nehmen jetzt mal die Arme dazu. Arme, mal ganz doll anspannen, so fest es geht, als müsstest du ganz doll was festhalten. Gib mal noch mehr drauf. Super. Und lass mal wieder los, ganz locker lassen. Und wir gucken jetzt mal, ob wir das mit den Beinen auch hinkriegen. Versuch mal ein Stückchen auszustrecken. Okay. Und mal den ganzen Körper versuchen, ganz doll anzuspannen, als müsstest du alles Mögliche festhalten. Mit den Armen, mit den Beinen, mit dem Gesicht. Okay? Super, wir machen es zusammen. Und?
okay und locker lassen. Alles okay, Annika? Das machst du toll, Schatz. Wirklich, Engel, bleib hier, komm. Bei der ersten Entspannung, die wir gemacht haben, ist sie so emotional gewesen, hat so viel losgelassen. Und das erlebe ich ganz, ganz häufig bei Schülern, dass sie extrem unter Druck stehen. Und da ist natürlich diese progressive Muskelentspannung ein sehr gutes Mittel, um sich ein wenig wieder auf seinen Körper zu konzentrieren. Mir geht's einfach gerade nicht gut, Mama. Mach, Schatz, bitte. Wir schaffen das doch. Annika, wirklich. Ich sehe was, dass es dir nicht gut geht. Aber weißt du was, ich habe noch eine Idee dazu. Wollen wir es probieren? Ich habe noch was vorbereitet. Rike Steinbach möchte unter vier Augen mit dem Mädchen sprechen. Schließlich gibt die 15-Jährige zu, sich den Daumen absichtlich in der Tür der Schultoilette eingeklemmt zu haben. Den Grund für ihren Leistungsabfall, ihre Flucht aus der Klasse und diese drastische Aktion kann oder will sie jedoch nicht benennen. Deshalb greift die Sozialpädagogin zu einem Kniff, der bei der Schülerin alle Dämme brechen lässt. Ich habe überlegt, dass es ja manchmal ganz schwierig ist, über irgendetwas zu reden, was einen so anspannt oder Druck macht oder aufbaut. Und ich habe gedacht, du musst eigentlich gar nicht reden, du musst es eigentlich nur zeigen. Und das würde heißen, wenn du zum Beispiel mit deiner Familie Probleme oder Stress hast oder Druck hast, dann würdest du einen Knoten in das rote Tuch machen. Okay? Aber ja? Ich habe keine Probleme. Das einzige Problem, das bin ich. Da ist vielleicht ein Problem, aber nicht du bist das. Ganz sicher nicht. Hast du Stress in der Schule? Gibt's irgendwas? Wirst du geärgert, gemobbt, bedroht? Nein. Ich habe Annika gefragt, ob sie ihre Probleme benennen kann. Das konnte sie natürlich nicht, das habe ich auch gesehen. Und ich habe dann für jedes Problem, was sie vielleicht haben könnte, symbolisch ein Tuch hingelegt. Das rote Tuch ist für die Schule, wenn man Angst hat zu versagen. Das Blaue, das kann dafür stehen, wenn man Angst vor schlechten Noten hat. Hat man ja manchmal in der Schule. Das Grüne könnte dafür sein, du traust dich vielleicht nicht vor der Klasse zu sprechen oder denkst so, boah, was denken die jetzt, wenn ich was sage? Ja. Und das Gelbe? Ja, es kann ja noch sonst etwas sein, was damit zusammenhängt. Ich würde dich jetzt bitten, guck mal gut. Wenn du denkst, es hat irgendwo etwas damit zu tun, dann mach einfach einen Knoten. Die Schülerin lässt sich auf das Spiel ein, weil sie selbst spürt, dass die Unterstützung der Familienhelferin ihr gut tut. Dabei zeigt sich, wie sehr die 15-Jährige in ihrer Situation gefangen ist. Ihr Problem hat sich offenbar bereits auf alle Lebensbereiche ausgeweitet. So. Vier Tücher, vier Knoten. Ganz schön viel Druck für dich, ja? Was ist denn los? Magst du reden? Was macht dir Angst? Was macht dir so einen Druck? Ich habe einfach Angst, Mama zu enttäuschen. Kommst du da drauf? Ich stehe jetzt so kurz vorm Abschluss und ich habe einfach Angst, dass ich ihn erstens nicht schaffe und zweitens, dass ich noch nicht mal eine Ausbildung finden werde. Und was macht dir so große Sorgen? Kein Job. Mama ist sauer auf mich. Ich weiß nicht. Und was ist, wenn ich was falsch mache? Dann lachen mich doch alle aus. Du, wir sagen alle mal was falsch. Man hat Lampenfieber, das kenne ich. Ich kenne das von ganz vielen Menschen. Die trauen sich nicht vor der Gruppe zu sprechen. Denken, wenn ich jetzt was falsch mache, was machen die dann? Gucken die alle komisch? Das ist ganz normal. Das ist ein ganz tiefes Problem, was Annika hat. Und sie hatte einfach Versagensängste und hat immer mehr Druck aufgebaut. Da gibt es Atemübungen, Entspannungsübungen, wo du ganz viel tun kannst, damit du ruhiger in so eine Situation gehen kannst. Und du kannst das. Die Familienhelferin kann die Jugendliche davon überzeugen, sich ihrer Mutter zu öffnen und gemeinsam mit ihr ihre Probleme anzugehen. Rike Steinbach zeigt den beiden bereits erste Übungen, um die Versagensangst zu bekämpfen. Doch erreicht ist das Ziel für Mutter und Tochter damit noch nicht. Ganz standfest in die Erde, okay? Mhm. Guten Kontakt nehmen. Und das kannst du ganz super gebrauchen, wenn du ganz aufgeregt bist vorher zu Hause. Ja? Okay. Du atmest einfach mal ein, nimm mal deine Hände, du atmest mal ein. Ganz tief, so tief du kannst. Und alles, was dich belastet, wo du denkst, oh, da schiebst du einfach
Und noch mal ganz doll Luft holen. Ganz doll sich groß machen. Du kannst das, du schaffst das. Und weg mit dem Stress, weg mit dem Druck. Du schaffst das, Annika. Mhm. Du machst das super. Ich finde es schön, wie gut sie sich darauf einlassen konnte. Und ich denke, sie wird in Zukunft gute Mittel haben, vor die Klasse zu treten und ganz selbstbewusst aufzutreten. Finde ich eine prima Idee. Okay. Ja, danke. Ich danke dir. Die Schülerin erlernt mit Hilfe von Rike Steinbach weitere Entspannungsübungen, um dem Schuldruck besser standzuhalten. Sie meistert so erfolgreich ihren Realschulabschluss und startet nun eine Ausbildung.